Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5 mit Belgien. In der letzten Folge haben wir uns den deutschen Aggressoren hier erwehrt, die Hauptstadt Berlin eingenommen, Hamburg geschenkt bekommen und wir haben ihn München gelassen, damit sie nicht komplett von der Karte verschwunden sind. Das Schicksal hat die Niederlande leider nicht geteilt, sie haben sich dem Krieg angeschlossen und uns blieb nichts anderes übrig, als dann auch noch die letzte niederländische Stadt zu annektieren. Deshalb sind wir jetzt nicht nur reich an belgischen Städten, sondern auch an niederländischen und deutschen. Die Schweden haben sich gedacht, das können wir ja nicht tolerieren, diesen Eroberungsfeldzug und haben einen Bestrafungskrieg angefangen. Die Japaner haben sich da angeschlossen, aber beide sind viel zu weit weg, als dass sie da gefährlich werden können. Also die Japaner auf jeden Fall, die Schweden sind gar nicht mal so weit weg, aber die Gebirgskette hier, wir nennen sie mal die belgischen Alpen, die ist unser Schutzschild gegen die Aggressoren aus dem Süden. Aber ich würde sagen, wir schicken hier mal noch ein paar Einheiten runter, schauen, ob wir noch ein paar Schweden hier befreien können. Ich gehe nicht davon aus, dass sie in der Lage sein werden, da noch eine Stadt einzunehmen. Aber da, ja, hier, ach so, der Kapitän Gustav Adolf. Hat er die, wieso Kapitän? Hat er sich für Dingens entschieden? Hat er sich für die Erkundung entschieden? Das werden wir gleich mal rausfinden. Diplomatie, Handelsverlauf, Weltpolitik, Sozialpolitik. Tatsächlich, Erkundung 4. Erkundung, das finde ich ja mal interessant. Da war er gar nicht mal, hat er überhaupt Küstenstädte? Bestimmt hier unten irgendwo, aber hier die großen Städte sind nicht in der Küste. Naja, unser Plan für die nächsten 100 Jahre. Wir sind ja schon im Jahr 1230 nach Christus. Erstmal hier alles reparieren, was brennt, was geplündert wurde von den Aufständigen. Wir haben jetzt langsam aber sicher unsere Unzufriedenheit wieder unter Kontrolle. In Brüssel sind wir jetzt vor der großen Frage, bauen wir den Circus Maximus, um dann 5 Zufriedenheit zu bekommen und damit auch die der Unzufriedenheit Herr zu werden. Oder aber bauen wir, da müssten wir doch eigentlich jetzt bald, ja, achso, können wir noch nicht. Wo ist es denn? Philosophie. Mit der Philosophie können wir die staatliche Hochschule bauen und das heißt, in der nächsten Runde sind wir in der Lage, die staatliche Hochschule zu bauen. Die hat eigentlich immer Priorität. Ich habe schon geguckt, ob wir auch in jeder Stadt eine Bibliothek haben und dem ist so. Wir sind bei manchen im Goldfokus, das ist interessant. Nahrungsfokus finde ich jetzt nicht so prickelnd, da wir natürlich mit der Unzufriedenheit nicht weiter wachsen wollen so schnell. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal hier überall auf Produktionsfokus. Auch wenn dann der ein oder andere Spezialist hier nicht mehr für uns arbeitet. Aber besser ist es. Hier ein Aquädukt, sage ich schon, eine Kaserne. Danach würde ich sagen, ja, Aquädukt und Kornspeicher würden zum Wachstum beitragen. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Deshalb Werkstätten. Wo Werkstätten gehen. Stadt vernichten? Nein. Wieso das denn? Ja, auch das Aquädukt raus. Kaserne rein. Märkte sind natürlich dann auch unglaublich interessant. Aber erstmal für uns nicht. Hier bieten sich natürlich die Steinwerke an. Die würden auch einen Zufriedenheitspunkt bringen. Aber dazu müssen wir erstmal. Wieso könnt ihr Steinwerke bauen? Wegen dem Stein hier? Nee. Habe ich mal wieder Tomaten auf den Augen. Ihr werdet gefischt, ja. Wale haben wir als Ressource auf jeden Fall. Haben wir nicht? Wieso haben wir keine? Werdet ihr hier gefischt? Ihr werdet nicht gefischt? Ja, das ist ja natürlich mal super interessant. Okay, dann versuchen wir jetzt mal. Achso, wir sind Belgien. Versuchen wir mal ein paar Luxusressourcen unter die Leute zu bringen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie uns da allzu viel geben werden. Mit 5 wäre ich schon zufrieden. Aber ich gehe davon aus, dass er ja bei 3 dann ja sagen muss. Macht er auch. Das ist Deutschland. Der wird hier kein Land mehr sehen. Ich gehe nicht davon aus, dass er mit diesen Luxusressourcen jetzt groß was machen kann. Von daher ist das schon so okay. Dasselbe gilt, glaube ich, für Dido. Hier in der Punkteliste sind sie einfach so weit abgeschlagen. Da schmeiße ich euch das gerne hinterher. Ich hätte natürlich gerne Luxusressourcen von euch, um meiner Unzufriedenheit entgegenzuwirken. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ihr mir die gebt.
Nächste Runde habe ich geklickt, wollte ich gar nicht, war ein Reflex. Denn diese Wali hier oben sind des Rätsels Lösung. Jetzt müssen wir halt nur so schnell wie möglich ein Arbeitsboot bekommen. 240 Gold kostet das oder 5 Runden, weißt du was, dann bau das 5 Runden, du bist im Produktionsfokus. Ich wüsste nicht, was wir da noch besser machen können. Dieses Feld hier reparieren, aber... Ach, jetzt habe ich wieder... So. Ah, komm schon. Okay, wir müssen warten, bis die Rundenberechnung vorbei ist. Oh, unser Verbündeter greift den schwedischen Piken hier an, der hier einfach mal gewassert ist. Ja, hier reparieren. In 2 Runden haben wir dann da ein Produktionshämmerchen mehr. Das Arbeitsboot hat Priorität. Und ja, in Brüssel, wie gesagt, jetzt staatliche Hochschule oder Circus Maximus. Ich hätte natürlich erstmal gerne das Land zufrieden gesehen, bevor ich jetzt mich auf die Wissenschaft konzentriere. Die Wissenschaft, also wenn wir das Spiel noch verlieren sollten, dann, weil wir in der Wissenschaft nicht mehr mitkommen. Jo, apropos Wissenschaft, es haben ja irgendwie Forschungsabkommen fertig oder warum dauert das hier nur 2 Runden? Bildungswesen. Oder aber zur Druckerpresse. Mit der Druckerpresse können wir die Schokolaterie bauen. Ich sage immer Schokoladier. Aber damit bekommen wir die Luxusressource Pralinen. Warum Pralinen und warum können wir Plantagen außerhalb unserer eigenen Felder bauen? Ich gehe davon aus, dass sich der Macher da einiges bei gedacht hat. Und zwar bezüglich der Kolonialhistorie von Belgien. Hier muss die Straße hier muss weg. Die Straße muss weg. Oh, und du bist auch gerade fertig. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Genau, Belgien ist bekannt dafür, dass sie afrikanische Kolonien unterhalten haben. Und dann nicht auch unbedingt zimperlich umgegangen sind mit den Kolonialregionen und deren Einwohnern. Also ich gehe mal davon aus, ich habe es jetzt nicht nachgelesen, aber ihr könnt mir zu 80% glauben. Ich würde, wenn ihr drauf wetten, wenn mal angenommen, ihr schreibt eine Klausur über belgische Kolonialzeit, dann könnt ihr das hier schreiben, was ich jetzt sage. Ich gebe euch eine 80%ige Garantie. Falls es nicht stimmt, kann ich mal sagen, ja, ab und zu ist es halt dann doch falsch. Okay, bevor wir hier die Schafe hüten, erstmal die Straße weg, spart Geld. Die Luxusressource hier wieder. Okay, also Belgien hatte afrikanische Kolonien. Ich weiß gar nicht wo, aber ich gehe mal davon aus, auch so hier Westafrika, die Ecke. Dort gab es dann höchstwahrscheinlich auch lecker Kakao. Aus dem Kakao haben die belgischen Schokolatiers. Ach, hier können wir nicht angreifen, weil die... Aha, das ist ja mal raffiniert. Weil sie auf hoher See sind und wir nur in die Küstenregionen befahren können. Haben dann die belgischen Schokolatiers eine Spezialität draus gemacht. Denn, mit den paar Ressourcen, die sie hatten, mussten die Belgier natürlich das Beste daraus machen. Und haben das dann auch gemacht. Dasselbe galt für... Großmeisterin geboren. El Cid wurde uns geboren, sehr schön. Dasselbe galt für Diamanten. In den afrikanischen Kolonien gab es wohl auch viele Diamanten. Oh, Circus Maximus ist fertig. Nein, Amphitheater ist fertig. Sollen wir die staatliche Hochschule in Gent bauen? Nein. Diamanten waren auch oder sind immer noch ein wichtiges Export-Import-Gut für Belgien. Antwerpen ist wohl die europäische Diamantenhauptstadt. Wer also mit Diamanten handeln will, der muss nach Antwerpen. Aber ihr seht ja Brüssel. Ach, Berlin ist auch interessant. Berlin hat fast so viel Wissenschaft am Start wie Brüssel. Dann können wir eigentlich in Berlin bauen, oder nicht? Ich würde Berlin jetzt natürlich gerne annektieren, aber wir haben nicht das Gold, um dann ein Gerichtsgebäude zu bauen. Und wir haben nicht die Zufriedenheit, um das so lange abzufedern. Deshalb, der Tempel bringt leider keine Zufriedenheit. Sollen wir uns mal an der Burg Imeci probieren? Ah, nee, warte mal. Wir können noch Karawanen bauen. Bau mal 2. Bau mal 2 Karawanen. Mit denen können wir dann die Produktion pushen. Wachsen wollen wir nicht unbedingt weiter. Ach, sorry, dass meine Nase schon wieder zu ist. Es ist, also ich und meine Nase. Mir werden keine Freunde mehr. Schwertkämpfer, das ist ja...
Das ist ja mal outdated. Wir arbeiten uns hier Stück für Stück vor. Jetzt können wir mit dem Schiff auch angreifen. Und noch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Wir müssen eigentlich gewinnen, ja. Unsere Holzpfeile sind den Kanonen natürlich weit überlegen. Bringt das überhaupt was, wenn wir hier... Ist hier wirklich alles weit ausgebaut? Ja, die KI hätte das nie erlaubt. Hätte sonst... ja, die KI muss alles ausgebaut haben. Das heißt, hier auch. Elfenbein haben wir sowieso. Ja, okay. Weiter, den großen General nehmen wir mit. Da müssten wir eigentlich gut sein. Wir sind auf einem bewaldeten Hügel und haben nur einen Schwertkämpfer zum Gegner. Wissen aber trotzdem nicht, was sich hinter diesen Wäldern verbirgt. Wir wissen, dass da Kabul liegt, aber mehr auch nicht. Wollen wir da hin? Nö, lass mal alle Militäreinheiten hier am Kilimanjaro vorbei, damit sie das Höhentraining bekommen. Die Beförderung, mit der sie viel weniger Fortbewegungspunkte auf Hügeln brauchen. Handelsweg einrichten. Ich würde gerne, genau, plus 4 Produktion für Brüssel. Und das zweimal, bitte. Das könntest du nämlich sehr gut gebrauchen, glaube ich. Sind wir in Brüssel auf dem Produktionsfokus? Ja. Produktion wählen. Wir sind wieder bei 0 Zufriedenheit. Gut, dann scheint irgendeine Stadt gewachsen zu sein. Markt, Aquädukt. Kaserne ist fertig. Stallungen. Haben wir denn hier viele? Wir haben einmal Vieh, wir haben einmal Pferde. Das reicht mir schon. Ja, sind plus 2 Produktionen. Berittene Einheiten werden wir zwar keine herstellen, aber... Oh, sehr gut. Die Gigakasse können wir freischalten. Jede Garnisonstadt steigt. Für jede Garnisonstadt steigt die lokale Stadtzufriedenheit um 1 und die Kultur um 2. Wir sind bei 52 Kultur pro Runde, 0 Zufriedenheit. Zack, 77 Kultur und 7 Zufriedenheit. Das heißt dann wohl, dass wir 7 Städte haben. Wir sind nur 7 Zufriedenheit. Wenn ihr mich fragt, haben wir 8 Städte. Dann gibt es wohl eine Stadt, bei der die lokale Zufriedenheit nicht mehr steigen kann. Utrecht zum Beispiel, die sind so klein. Da müssen wir es machen. Ihr geht jetzt auf den Nahrungsfokus. Ihr werdet noch wachsen. Oder auch nicht. Ach, das ist eine Marionette. Okay, aber sie wächst ja eh, die Stadt, demnächst. Von daher hat sich das erledigt, ja. Und sie bauen ein Kolosseum. Ich meine, das war lieb gemeint, aber ich weiß gar nicht, ob das Kolosseum lokale oder globale Zufriedenheit bringt. Bei lokaler könnte es sein, dass es ein Problem wird. Was machst du hier eigentlich? Du stehst hier auf einem bewaldeten Hügel außerhalb unserer Grenzen. Naja, musst du wissen. Mir wird hier angeboten, in Brüssel eine Mine zu bauen. Machen wir das doch mal. Und hier reparieren wir weiter. Berlin braucht noch 12 Runden, bis sie wachsen. Ich würde natürlich aus Berlin gerne jetzt eine richtige Stadt machen, nicht eine Marionette. Aber, wie gesagt, kann ich mir nicht leisten. Öffentliche Verwaltung ist fertig. Bildungswesen, 5 Runden, da ist ja nix. Antwerpen hat endlich hier das fertiggestellt. Das heißt nochmal 4 Zufriedenheit mehr. Dann sind wir mit Hanoi im Krieg? Nein. Können wir uns mit Hanoi verbünden? Nein. Sollen wir weiter hier runtergehen oder sollen wir versuchen, ihm hier den Gar auszumachen? Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee. War denn jetzt hier das schon am Kilimanjaro? Ich glaube ja. Soll er ruhig kommen? Ja, wir zwar... Ah, er hat sich zurückgezogen. Können wir von diesem Hügel aus über den Hügel vor uns schießen? Fragezeichen. Und warum wurde hier noch keine Stadt gegründet? Ich glaube, das machen wir, oder? Kann Rotterdam... Wie lange braucht Rotterdam für Siedler? 5 Runden? 3 Runden für die Stallungen. Gibt es irgendeine Stadt, die das schneller legen kann? Gent sucht jetzt 3 Runden in Gent für einen Siedler. Das ist doch super duper. Wir sind bei 11 Zufriedenheit. Jetzt einen Siedler zu bauen und noch eine neue Stadt zu gründen, ist natürlich tricky-ricky, aber
Ich glaube, damit kommen wir klar. Wollen wir einen Garten in Amsterdam? Amsterdam ist, ja. Ja, guck mal, Amsterdam. Da machst du mal, holla die Waldfee. 3 Runden bis zur Geburt eines neuen Bürgers. 3.936 Runden. Was machst du denn da? Also hier, Junge. Hoppla, Spezialisten raus. Manuelle Spezialistensteuerung raus. 8 Runden bis zur Geburt eines neuen Bürgers. Werkstatt ist fertig. Siedler haben wir schon in Produktion. Einheiten haben wir genug. Heldenepos. Wir bauen hier das Heldenepos. Wir merken uns, dass Amsterdam unsere Militärproduktion statt wird. Embargo Deutschland. Wieso hat Deutschland 2 Sitze und sonst niemand? Ach, wir haben das vorgeschlagen. Ja, wenn wir das vorgeschlagen haben. Nee, wir handeln doch mit Deutschland. Sind wir dagegen? Einmal ist vorgeschlagen. Wir sind neutral. Wir machen es mit der Schweiz. Wir enthalten uns der Stimme. So, jetzt mal gucken. Was? Er müsste doch hier sein. Okay, wir wissen, dass er da ist, aber wir sehen ihn nicht. Wenn wir ihn sehen, können wir dann schießen. Nein, wir können nicht hier drüber schießen. Wir verfolgen ihn. Der soll um sein Leben rennen. Wir werden eine Straße bauen. Hierhin. Und mit dieser Karawane werden wir von Antwerpen aus weiter Brüssel mit Produktion unterstützen. Ich hoffe mal, dass Antwerpen schon eine Schmiede hat. Eine Werkstatt. Aber ich glaube schon. Ja, sollen wir uns hier wirklich auf den Weg machen? Hast du schon das im Training? Ja. Dann komm zurück. Du auch. Ah, du gibst den beiden hier den Bonus, auch wenn das jetzt sehr risky ist. Aber no risk, no fun. So, jetzt können wir ihn aber beschießen. Ich weiß nicht, was Schweden da vorhat mit dem, mit diesem ständigen Pikenieren hierher schicken. Wenn er zum Untergang verdammt ist. Ja, immerhin, er hat 14 Trefferpunkte von unseren Verbündeten abgezogen. Okay, das hier muss doch klappen. Ja, tut es auch. Vorschlag machen. Klicken zum Vorschlagen. Luxusgut verbieten, stehendes Heer, Gelehrte vor Ort. Weltausstellung wäre nicht verkehrt. Kultur erhöht. Das können wir uns leisten. Ja. Und da ist auch jeder dafür. Da machen wir uns Freunde mit. Nächste Karawane. Unsere Städte. Wie, unsere Städte geht nicht? Hä? Reichweite 10 Felder. Wir können nur nach Sarajevo, Sidon und Vancouver. Ah, dann ja, gut, weil, genau, weil wir noch keine Werkstatt hier haben. Wir brauchen eine Stadt mit Werkstatt. Hat Amsterdam eine Werkstatt? Ich glaube schon, oder? Junge, zeig mal, wird die gebaut? Wassermühle? Hier, Werkstatt. Okay, dann Heimatstadt ändern. Ab nach Amsterdam. Hoffen wir, dass die Reichweite groß genug ist. Die Karawane in Amsterdam war in Lübeck, könnte jetzt... Ne, je nach Sarajevo. Ja, das 6 Goldrunde brauchen wir schon. Wir können jetzt komplett auf das Gold verzichten. Jetzt müsst ihr doch einen Bauernhof bauen. Nee, mach mal eine schöne Mine. Gibt auch plus 2 Produktion. Ich habe gerade mir überlegt, warum braucht er so viele Fortbewegungspunkte, wenn er doch Höhentraining hat. Aber die Flussüberquerung ist immer noch eine Flussüberquerung. Da können wir so schnell nichts dran ändern. Großer Profit. Oh, nee. Wollen wir doch gar nicht. Wieso? Wir haben doch... Ah, Mann. Wir wollen doch lieber hier Gebäude kaufen damit. Wir brauchen gar keine eigene Religion. Wir können gar keine eigene Religion mehr bauen, gründen. Religion bauen, genau. Weißt du das? Thompson and Thompson wurde befördert. What? Haben wir einen schwedischen Spion wurde getötet.
Ja gut, wir sind mit ihm im Krieg. Da brauchen wir ihm nicht sagen, dass wir damit aufhören sollen. Das wäre ja affig. Doppelt unwegsam, ja. Ja, sollen wir jetzt hier noch die Wälder erforschen? Ja, wir haben ja Zeit. Die Karawane kann bis nach München für 8 Gold. Wollen wir mit den Deutschen Handel betreiben? Wir bekommen 5 Wissenschaft. Die Deutschen sind so weit vorne. Boah. Ja, von Amsterdam aus reicht's nicht. Wir müssen von Antwerpen aus... Ja, Werkstatt. Ja, machen wir dann, wenn es soweit ist. Dann gehen wir jetzt noch weiter nach... Lübeck? Ist Lübeck sicher? Lübeck ist nicht sicher. Geh nach Sidon. Sidon ist sicherer. Mit denen sind wir auch verbündet. Ja, der große Prophet. Wir haben hier ja schon ein... ich kann mir nicht merken, wie die Dinger heißen. Heilige Städte, genau. Eine haben wir ja schon. 2 können schaden. Thompson Thompson wurde befördert. Wissen wir, hier ist alles soweit okay. Wo flieht er denn hin, der Schwertkämpfer? Wohin des Wegs, wohin des Wegs? Aha. Oh, das sieht schlecht aus. Kann sein, dass wir den verlieren. Vor allem, weil wir mit Kabul im Krieg sind. Und jetzt einiges einstecken müssen. Da war meine Neugierde wieder zu groß. Naja. Gent ist fertig. Wir sind mit Bogota nicht im Krieg. Von daher ist es, glaube ich, sicher, wenn wir hier die Stadt gründen. Dann kommst du mal hier zurück. Du auch. Stellst dich hier hin. Außerdem sagen wir dir noch, dass du die neue Stadt, den Platz der neuen Stadt schon mal sicherst. Wir sind ja fertig mit den Stallungen und hätten gerne Markt bei 6 Gold pro Runde. Amphitheater für mehr Kultur. Kostet zwar Geld, aber ist okay. In der Hauptstadt, wir müssen noch den Circus Maximus jetzt fertig haben. Hammer, warum bauen wir jetzt hier einen Markt? Weil ich mal wieder nicht aufpasse. Der Markt hat sowas von gar keine Priorität. Die Werkstatt vielleicht. Aber die staatliche Hochschule ist erstmal das Gebäude, was wir brauchen. Bautruppkanone. Nee. Ja, jetzt ist Zeit für Märkte. Oder bauen wir das Nationalepos hier. Ha, das wollen wir eigentlich schon in der Hauptstadt bauen. Das machen wir auch. Wollen wir noch einen Tempel? Eine Kathedrale, ja. Eine Kathedrale wäre großartig gewesen. Wenn uns der große Prophet nicht dazwischen gefunkt hätte. Was wird denn uns auch große Propheten geboren? Na gut, er ist gewassert. Haben wir eine Chance. Ah, die Schiffe auch noch. Das ist ja ekelhaft. Sogar Schiffe, die uns gar nicht die wir gar nicht sehen können. Ja, okay, ich habe genug gesehen hier. Gehen wir wieder zurück. Heilige Städte bauen, Forschungsschwerpunkt wählen. Ja, da gehen wir zur Druckerpresse, oder nicht? Da nehmen wir... Ah, wobei, mit der Akustik... Die Akustik hätte ich schon gerne vorher. Ich gehe davon aus, dass... oder der Kompass. Kompass, Akustik, Druckerpresse. Weil... Fischerbote plus 1. Wobei wir ja... Oh! Okay. Wir probieren hier zu plündern. 200 Gold sind immer gut. Ne, komm hier hin und... Sehr gut. Fortifying. Kanone, haben wir die geschenkt bekommen? Die müssen wir geschenkt bekommen haben. Ja, haben wir. Nächste Runde. Fortify. Oh! Eine japanische Karawelle. Die kann es angreifen. Macht sie aber nicht. Achso, ja, Japan. Wir hätten noch eine Religion gründen können. Japan hat noch eine Religion gegründet. Ja, aber habe ich eh kein Interesse dran. Gold pro Runde 6. Nehmen wir an, klar. Wiedersehen. Hat Schweden auch sowas anzubieten. Ja, so. Gold pro Runde 14. Ich will noch Wein dazu. Na gut, dann nehme ich. Aber 14 Gold pro Runde nehme ich an. Auf Wiedersehen. Puh, da haben sie aber nochmal Glück gehabt. Wenn sie keinen Frieden geschlossen hätten, wäre ich in 30 bis 40 Runden mal mit 1-2 Einheiten vorbei. Naja,
Das gibt uns jetzt die Möglichkeit, mit dem ganzen Gold Dinge zu kaufen, die wir schon immer mal haben wollten. Wie zum Beispiel ein weiteres Arbeitsboot. Und dasselbe gilt für hier, wobei Utrecht immer noch eine Marionette ist. Welche Marionettestadt haben wir denn? Utrecht, Berlin und Hamburg. Wir verdienen 55 Gold pro Runde, das heißt, ja, wir müssen eigentlich nur 6 Runden warten, nee, ja, 12 Runden. Zweimal 12 Runden warten, um die Gerichtsgebäude wieder draußen rauszuhaben. Das geht. Und wir können Universitäten bauen. Ja, das ist doch eine Idee. Gent. Ja, bauen zur Universität. Das ist super. Da haben wir ja super duper Bauprojekte jetzt für unsere Städte, die erstmal nicht weiter wachsen sollen. Elfenbein für Wein. Wie wär's damit? Sagst du nein? Nee, Wein gibst du uns beim besten Willen nicht. Daneben nicht. Guckst du mal, wie du dich betrinkst, Schweden, ohne Wein. Sind wir soweit, um sagen zu können, dass unsere Bauarbeiter automatisiert arbeiten sollen? Ich sage ja. Das Arbeitsboot bearbeitet Boote. Na? In Hamburg können wir auch eins gebrauchen, aber kaufen geht nicht. Was macht er denn hier? Aber es ist doch nur eine Stadt gegründet, wo? Wir sind weit genug von Bogota entfernt, oder nicht? Ich glaube schon. Wo sind wir? Rotterdam. Universität. No-brainer. Nächste Runde. Oh, unsere neue Stadt. Jetzt sagt man nicht, dass man die staatliche Hochschule... Ah, jetzt kann man die staatliche Hochschule... Okay, in der nächsten Runde können wir die Bibliothek kaufen. Das heißt, dann bau doch erstmal ein Monument. Ne, Monument haben wir... Monument, Aquädukt frei. Ach, weil es ja erst unsere vierte Stadt ist, die wir gegründet haben. Ja, das ist ja super. Dann baue einen Leuchtturm. Wir kaufen dir in der nächsten Runde eine Bibliothek, damit wir in der Hauptstadt weiter an der staatlichen Hochschule arbeiten können, was wir jetzt eigentlich nicht mehr machen könnten, nicht wahr? Genau, da ist die Produktion zur Werkstatt rübergespuppt. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass in Brüssel das ja unvermittelt weitergeht. Sobald wie möglich kaufen wir dir in Charleroi, Karlskönig. Charleroi? Ich hätte gedacht, jetzt kommt irgendwie Brücke oder so. Wieso können wir hier keine Universität bauen? Wir haben hier, wie, die Universität ist fertig. Heldenepos ist fertig. Was? Also, sag mir nicht, dass die Niederländer schon das Bildungswesen hatten und die Universität gebaut hatten, als wir sie erobert haben. Das ist mal interessant. Ja, komm, da bauen einen Garten. Ihr habt ja hier den einen oder anderen großen Händlerpunkt, großen Persönlichkeitspunkt, ja. Pass auf, Oliver Cromwell. Geht doch mal nach Berlin, wir machen Berlin zu unserem zweiten Zentrum. Zu unserer geheimen Hauptstadt. Und da brauchen wir auch noch den einen oder anderen, die eine oder andere Militäreinheit für... Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Es sind schon wieder 30 Minuten rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Wenn wir weiter die Wissenschaft pushen, Universitäten bauen, wo es nur geht, die staatliche Hochschule fertigstellen, dann auch noch die Universität von Oxford bauen, da natürlich ein Auge drauf haben, dass wir die richtige freie Technologie bekommen und nicht irgendwie hier was Billiges. Und dann freue ich mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egonson.